Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu Hunter und Kron mit einem weiteren First Look von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Und zwar die Lookout-Spiele-Neuheit Trambahn von Helmut Oley, einen der beiden Russian Railroads-Autoren und damit ein Eisenbahn-Spezialist. Hier ein reines Zwei-Personen-Spiel, das er jetzt gemacht hat, ist Trambahn und erstmal hier Trambahn München-Edition, wie es schön heißt, weil es ja, an historisch angelehnt ist, an das Entstehen der Trambahn in München. Wenn ich weiß, Ja? was eine Trambahn ist, ist es eine Straßenbahn. Eine Straßenbahn. Ja? Und es ist auch wirklich noch ein reiner Prototyp. Diese Karten, die wir haben, also die Illustrationen, sind dann natürlich schon fertig und sind auch wirklich sehr hübsch und eben So so im im historischen Gewand Postkarten-Style. von Clemens Franz. Es gibt eben natürlich verschiedene Straßenbahnen, Triebwagen eigentlich. Und es gibt Haltestellen und die Haltestellen, die kann man sehen, sind halt hier wie die, es sind halt so Orte in München. Ja, und das Sehr Ganze schön ist auch gemacht. wirklich relativ einfach. Es gibt nämlich die Karten und die haben dreifache Funktionen, diese Karten. Das ist eine Besonderheit auch. Also ich kann die Karten dreifach verwenden. Es sind einerseits Fahrgäste. Es gibt vier Strecken hier, die blaue, rote, grüne und die gelbe Strecke. Da kann ich muss auch damit in meinen Zug beginnen, ein oder zwei Fahrgäste an eine dieser Strecken anzulegen. Zum Ja, Beispiel hier zum so Beispiel eine. hier. Sobald nämlich vier Passagiere in einer Reihe hier liegen, wird die Strecke gewertet. Das Zweite, was ich tun kann bei meinem Zug, ich spiele erstmal ein bis zwei Passagiere und dann kann ich auch anfangen, hier eine Strecke zu bauen. Ich könnte zum Beispiel beliebig viele Karten ausspielen. Da stehen Zahlen drauf, ja, und ich muss mit der kleinen Zahl anfangen und muss dann höher legen bauen. Hier oben links sieht man diese Zahl, die quasi für die Streckenbauaktivität wichtig ist. Und hier in der Mitte, das sind die Siegpunkte, also nicht verwechseln, das ist ja auch eine Zahl, diese 1, aber das ist die Siegpunkte. Ich mache jetzt einfach mal einen zu, und zwar lege ich hier einen gelben Passagier ab und baue dann auch eine gelbe Strecke. 3, 8, 9 ist jetzt vielleicht nicht ganz so teuer. Zwischen 3 und 8 gibt es eigentlich noch viele Zahlen, auf die ich hätte warten können. Aber ich bin natürlich gierig, ich will, dass sofort was passiert. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, Nicht mir möglich, hier, du musst, ich du musst, muss, du sonst musst. kann diese Strecke ja gar nicht gefahren werden, wenn da keine Ja. Tram dran hängt und die das zieht. Für 5.000 kann ich jetzt mir hier so eine Pferdetram kaufen. Sieht man auch den Preis oben. Und man sieht auch hier mal 2. Ja? Also man sieht links oben den Preis und man sieht hier rechts unten mal 2. Das ist der Multiplikator für die Punkte, die ich nachher für diese Strecke kriegen werde. Und je länger das Spiel geht und je mehr von diesen günstiger mal 2 in diesen ersten Trams unters Volk gebracht wurden, dann kommen natürlich die höherwertigen, die dann mal 3 oder gegen Ende vom Spiel sogar mal 4 Multiplikation auf die Strecke bieten. Weil, stellen wir uns mal vor, da wären jetzt vier gelbe Passagiere. Hunter hat nur keine gelbe Strecke, der hat gepennt. Hier liegen jetzt vier gelbe Passagiere und dann wird meine Strecke gewertet. Und dann werden einfach hier die Punkte oben auf der Karte zusammengezählt. Und 5 in dem Fall mal 2 würde ich 10 Siegpunkte bekommen. Und damit wäre die erste Fahrt auch schon erledigt, weil das ist auch noch eine Sache an dem Spiel. Nach 10 Fahrten ist das Spiel vorbei. Auf der einen Seite muss man hier immer die Passagiere legen, muss man ja am Anfang seines Zuges. Gleichzeitig möchte man ja eigentlich die Passagiere legen, die man auch an Strecken baut, aber man muss ja quasi, dann hat man ja schon wieder eine Karte weniger von der Farbe, die man eigentlich gerne als Strecke Das ist bauen schon mal ein würde. Dilemma, dass quasi die Ja. gleichen Karten Passagier und Strecke sind und natürlich die Farbe, die dann das auslöst, das gleiche ist. Und es gibt aber noch ein größeres Problem, weil die Karten sind auch noch Geld. Das bedeutet, man fängt zwar mit 12.000 Mark an. Das klingt erstmal viel, aber so eine Straßenbahn mit Pferd kostet schon 5.000. Da kann man sich gerade mal zwei kaufen, dann ist schon wieder Feierabend. Und ich könnte auch jederzeit von meinen Handkarten welche als Geld ablegen. Aber auch darf ich natürlich vermeiden, wenn ich jetzt irgendwie gezielt auf eine Strecke hinarbeite. Ja, möchte. Weil, wenn man, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 8 Karten, Da kriegt man eine dann Sonderwertung. kriegt man eine Sonderwertung. Und zwar eine, die nicht zu diesen 10 normalen Fahrten dazugehört. Und mit Hilfe so einer Sonderwertung kann man sich natürlich punkteträchtig absetzen, damit man eine Chance hat, das zu schaffen. Ich glaube, die Karten gehen von 1 bis 10 durchnummeriert. Aber es gibt auch so coole Schaffner-Joker. Ja, die kann man entweder einfach beliebig in seine Strecke integrieren, auch rückwirkend. Ich kann den jetzt einfach hier dazulegen, dann ist die Strecke halt einfach 4 Karten lang. Der Schaffner ist per se erstmal keine Punkte wert, aber er hilft mir halt, Die 8 zu vielleicht erreichen. diese Sonderwertung zu erreichen. Aber ich könnte den Schaffner aber auch als Passagier sozusagen dazulegen, um irgendwie schneller
ja, dafür zu sorgen, dass eben eine bestimmte Farbe gewertet wird. Also auf jeden Fall sieht nach einem eleganten, nicht zu schwierigen Kartenspiel aus. Diese Sache mit diesen Zugwegen, die erinnert natürlich am meisten, finde ich, an Russian Railroads, dass man hier halt immer höherwertige Zugwegen hat gegen Ende des Spiels und dass man eben auch immer so eine, ja, so eine Tram halt braucht, um überhaupt die Strecke werten zu können, überhaupt sie bauen zu können in dem Fall. Wir freuen uns drauf auf das fertige Produkt, um dann endlich eine richtige, komplette Partie zu spielen. Und ein Zwei-Personen-Spiel eignet sich natürlich sehr gut für uns als Let's Play. Von daher könnt ihr sicher sein, das seht ihr mal dann als Let's Play bei uns.